Aber die werden jetzt sehr schnell aufrüsten, also wir müssen uns jetzt beeilen. In der Theorie müssten wir jetzt diese dunklen Ritter kaputt machen, weil die uns verraten haben, ne? Naja. Was, wie haben die uns, haben die im Chat geschrieben oder was? Wir haben im Chat geschrieben, die haben im Chat geschrieben. Ich hab hier gerade einen. Das sind auch welche von uns. Die verfolgen uns jetzt, oder? Ja. Sind das Spieler? Seid ihr gerade aufgestiegen oder? Ja, kommt mal zu mir. Moment, ich werfe eine Poison-Granate. Also, ich kann dich ja nicht werfen. Seid ihr nicht mal auf den Tieren oder was? Nee, nein, wir sind da oben, weil wir keinen Plan haben, wir kennen uns ja nicht aus mit dir. Ich geh gerade nur gerade raus, glaub ich. Einfach nur gerade raus, so. Ja, die verfolgen uns jetzt hier, das ist das Problem. Versuche ich mal zu finden, keine Ahnung. Ja, die sind jetzt hier alle hinter uns, ja, damit sie dir. Bist du das auf dem Wolf? Nee. Maulwurf ist noch auf dem Wolf, aber keine Ahnung. Ich bin auch auf dem Wolf. Ich will hier. Sie an. Was? Hier, sie an. Danke. Ja. Ja, aber wenn die mit den Wölfen jetzt herkommen, ey, das wird richtig eklig, wenn wir jetzt hier ohne Dinos sind. Links sind 3 bis 4 und rechts davon sind auch 3, 4. Ja, die sind hier vollkommen umzingelt. Die schießen Raketen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die andersrum auch laufen, sodass sie uns einkesseln. Wie wär's, wenn ihr einfach in die Mitte rennt? Ja, rechte Flanke, Kleiner. Wir sind überall welche. Rennt in die Mitte und springt einfach runter. Ja, runterspringen. Ich schaff das nicht, die ganzen Tiere zu euch zu bringen. Die sind viel zu schnell. Die fallen alle runter. Mach die alle auf Follow. Hier ist der Wasserfall bei mir. Ich spring jetzt runter, dann bin ich unten in dem See. Und da kommst du mit den Tieren jetzt hin. Also ich spring jetzt hier runter. Ja, ich auch. Boah. Das ist ja das Problem, die sind zu schnell. Die scheiß Dinger. Ja, scheiße. Alter Schwede. Ja, lief super beschissen. Ich würde sagen, aber jetzt können wir vielleicht nochmal mit T-Rexen hingehen. Ja, aber die sind jetzt alle maniert. Also die wissen jetzt, dass wir da sind. Beziehungsweise kommen werden nochmal. Ich glaube, im See können wir uns fallen lassen, oder? Ja. Naja, ich bin mir da nicht so sicher. Ja, ich habe auch gerade so ein bisschen. Wenn ihr genau in die Mitte vom See zielt, dann wird es funktionieren. Okay. Oh, ich bin fast gestorben. Das ist überhaupt keine gute Idee. Nee, ich mach's auch nicht. Scheiße, stimmt, eigentlich hätten wir ja vorhin in den Wasserfall in das Loch einspringen können. Das ist eigentlich schlauste gewesen. Die Tiere sind, wenn ihr in Richtung Aufgang geht, da unten. Scheiße, scheiße, ich sterbe, ich falle. Bin unten am See. Wie, du bist tot? Oh lol, nein, ich hab's überlebt. Hast du keine Fallschirme? Oh, nein. Der Phil hat ein bisschen mit, glaube ich. Wow, wow, ja. Irgendwas schießt auf mich, glaube ich. Ach, du bist tot? Tot, ja. Oh, damn it. Ich hab den... Pass auf, Marlof, ich komm zu dir. Ich glaube, die schießen auf uns hier von oben. Ich hab gerade noch oben was abbekommen. Jo, ganz schöner Reinfall gewesen. Mhm. Sekunde. Ja, aber weiß ich nicht, war trotzdem nur mit T-Rexen drauf. Was soll jetzt? Ja. Wo bist denn du, Philipp? Das sind unsere Tiere da vorne, ne? Da vorne. Nice. In die Richtung wie vorhin. Ich bin aber da, gut. Wo die Glasfront ist. Ja. Da und wann da? Oh, scheiße. Ja, gut, das hätte auch kaum funktionieren können, ab dem Moment, wo die uns entdeckt hatten und Turrets hatten, weil das waren halt irgendwie mindestens mehr als wir. wir waren schon wieder im Angriff gewesen und der Angriff war auch so verkackt und bla. Ja, aber wenn die uns verraten haben da unten im Chat, dann würde ich halt instant die jetzt erstmal angreifen. Aber ich meine, die werden nicht viel haben, oder? Ja. Ich weiß nicht, mit den T-Rex, wenn wir die T-Rex haben, sollten wir die angreifen. Aber das Dumme ist, dadurch wusste ja sofort instant Crusader Bescheid, dass wir wahrscheinlich wieder zu denen kommen oder so. Mhm. Durch die behinderte Angabe im Chat, dass wir jetzt auch hier sind.
Ja, ich schätze mal, die gehören zu denen. Beziehungsweise Crusader wird zu denen gesagt haben, wir lassen euch hier stehen, wenn Bescheid sagt, wenn jemand... Ja, dann mähen wir die jetzt nieder, auch wenn es ein Spieler ist, mir egal. Aber dadurch wussten die halt instant Bescheid, dass wir da sind. Weil die Turrets hatten noch nicht geschossen und da hatten die schon auf uns geballert. Wir sollten vielleicht erstmal unsere T-Rex holen. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ab zum Stargate. Gut, du hattest kein Schild dran gemacht zu dir, ne? Ja, ist raus. Das ist so bitter, Alter. Mit den guten T-Rex, ne? Aber wartet nicht alle auf einmal durch, ne? Weil ihr sehr eng. Ich gebe Bescheid, wenn ihr dann könnt. Okay, könnt. Also, einzeln. Und sonst haben wir einen großen T-Rex-Haufen. Gut, sag Bescheid, ne? Jo, oder? Okay, kann nächste kann. Wie das aussieht hier mit den ganzen Rechsen. Ja, Mann. Ja, also jetzt aber bitte keiner schreien hier. Jo, bitte, nicht. Müssen wir weiter hochlaufen für die dunklen Ritter? Base? Ja, hoch. Warte noch auf David, oder? Nur noch David. Jo. Jo. David ist ja Bummelletzter. Ja, ich nicht. Wer noch rennt? Alle in der Reihe hier. Haben auch noch schön. Ja, weiß ich nicht. Ich würde dann einfach alle T-Rexe draufschicken und hat noch jemand Raketenwerfer dabei? Weil das wäre der Moment, wo wir mit Raketen ballern müssen. Ja, ich hab Raketen. Ja, ich hab Raketen, 7 Raketen, 2 Raketenwerfer dabei. Da müsst ihr halt, ich sag dir Bescheid, sobald die draufgehen und dann müssen wir alle zu Fuß vorrennen am besten ein bisschen und dann mit Raketen draufballern, was geht. Insofern wir Crusaders, wir müssen uns erstmal die Base dann kurz angucken, aber. Also vielleicht läuft einer fix vor oder so dann. Jo. Alter, übelste Karawane, Alter, das ist schön, das war für coole Mucke. Fett. Ist auch wieder ein bisschen dunkel, aber. Ist halt so eine Höhle. Lass mal alle so nebeneinander. 4, 5, 6, 7. Ist es irgendeiner noch in der Base? Nee, ja? Yep. Okay, Martin. Ah, nice. Das war ein Preis, echt. Macht dein Lutz das mit Absicht oder nicht? Ja. Wir müssen jetzt nach links. Die Base ist gleich links gewesen, oder? Ja. Okay. Kann sein, dass er es schon zugebaut hat. Jo, Alter. Ja, so zu sieht's. Nicht aus. Warte, ich schieß mal eine Rakete, ich mach's. Ne, lass mich. Ah, okay. Bitte. Ja. So, Gate ist offen. Und durch. Oh, hey, wo ist. Wo ist meine Maria? Ach, hier. Lass mir auch was da. Bon Appetit. Ja, die haben uns halt verraten. Hättest du es mal nicht gemacht. Das war's, Alter. Alter. Lass, ohne Scheiße, fressen wir jetzt hier alles weg. Oh, das ist fies, Alter. Das ist fies. Machen. Jetzt tut mir das hier schon voll leid, weißt du? Geht die Sättel von den T-Rexen mal da mitnehmen. Ja. Yep. Ja, sorry Leute, ne? Also normal würden wir das ja nie machen, aber wie gesagt, die haben uns dann kurz dahinter verraten, dass wir hier sind. Ich weiß gar nicht, ob ich Schaden an dem Holz mache. Ey, das bringt aber gut XP hier, guck mal. Das ist Level Up wieder. Okay, jetzt geht auch mal einen Punkt im Bait. Ein bisschen mehr Gegenwehr wäre cool gewesen, ne? Die haben, glaube ich, mittig gebaut. Ja, ich glaube, das war ein Kühl, oder? Ja, das ist noch ein Kilo. Auf jeden Fall liegt da ganz viel Hide. Oh, Steini! Level 162 am Kilo. Ja, das sind ey, mir tut das echt. Ich hab übel schlechtes Gewissen so. Das ist voll krass, Mann. Hätten sie uns nicht im Chat verraten, ey. Pressi? Warum Pressi? Tschüss. Achtet auf das Gewicht. Da liegt jemand. Nötiges Zeug raus. Nut! Dein da Job! Da liegt jemand. Warte, halt, nicht beißen, alle aufhören zu beißen. Wieso? Lass mich hin, ich bin Arzt. Ich hab den einen haptisch getötet. Ja, einen haben wir schon gekillt. Warte. Ah, Gasoline, nice. Lass mich Arzt, ich bin durch. Paste. Ja, ich glaube, da war nur der eine drin gewesen. Oh, ja, der hat aber ordentlich Perlen noch dabei. Oh, da hat er viel Arm, ne?
Jo. Also wie gesagt, mir tut das übelst leid, aber die haben uns leider am Polizeiler verraten im Chat. Man kann ja einfach mal seine Klappe halten. Jetzt sind wir in die Paste. Ja gut, also ein paar coole Items, also was Items, aber ein bisschen Rohstoffe waren dabei gewesen. So, dunkle Ritter hat sich ausgedunkelt. Ja, wo ist ein bisschen Fenster bei denen? Ey, wir müssen auf jeden Fall noch Lupinbande dann finden. Die, eigentlich wollte ich dann gerne erstmal Lupinbande platt machen, ey. Dafür, dass die unsere Stargate-Adresse weitergegeben haben. Machen wir jetzt mal das rein hier. Die Sättel habt ihr alle. So, ich habe keine Sattel eingesammelt. Ich habe einen Sattel. Braucht ihr auch nicht. Ich will's auch nicht einsammeln. Ja, stimmt, es wird dann nur unnötig Gewicht, ne? Ja, komm, die 25 sind weg. Ja, wollen wir jetzt so? Jo. Vielleicht ist noch ein Rex. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Mal. Nee, das ist von uns. Das ist Sandra. Ich guck gerade, ob hier irgendwas ist. Okay. Ich hab echt vorher das schlechte Gewissen. Wir müssen jetzt eigentlich nochmal in die Mitte gehen, wo wir doch runtergesprungen sind. Ja, die hatten dann noch einen 33er T-Rex. Ne? Leute, hier ist ein Level 80er Dinosaurus. Ja, aber jetzt tame, Alter. Nee. Okay, lass mal. Egal, lass mal reden. Finde ich auch nicht so cool. So gut, dann müssen wir zurück in die Höhle, ne? Müssen wir? Ja, um hochzukommen. Oder geht das hier schneller? Wollen wir nicht hochlaufen, gedacht, oder was? Wir müssen doch hochlaufen jetzt, oder? Achso, okay. Ja, ich wusste nicht, was er meint. Wir können auch fragen im Chat, wo die Lupinenbande ist. Eigentlich Lupinbande raiden hätte ich eigentlich fast mehr Bock als Crusader, so bei Crusaders, da wären wahrscheinlich einfach nur alle T-Rexe sterben. Ah, egal. Das könnte der Rex sein von dem Typ gerade. Jo. Da sitzt aber niemand drauf, oder? Nein. So. Jo Leute, aber das passiert halt mit Vorrädern. So einfach ist das. Auch wenn es mir leid tut. Komm, kriegst du den Happen von ab. Ja, ich bin auch weich. Hi, Happen, wow. Miam. No, Happen, wir haben gar keinen Happen mehr. Ich glaube, das sind die Runderfall. Warte mal. Ist das wirklich von denen? Nicht, dass die Crusader da jetzt was hingestellt haben. Als Wache oder so. Hat mal jemand nachgeschaut? Ist Crusader. Ist einer, ist okay, dann weg. Welches Ding? Ja, aber welches Level ist denn der? Weil dann können wir den noch killen. Ja, dann killen, Alter. Einfach killen, fertig. Ey, also wenn die ihre T-Rex oben haben, dann brauchen wir nicht angreifen. Die Sattel sind zu krank, die haben daher von bestimmten Blueprint davon. Wir gucken mal, ich denke mal, die haben einen krassen Sattel. Wenn die tot sind, kann man sich die Sets dann angucken von den Rexen. Nein. Schade. Alter, ey, wenn die jetzt hier eine Rakete reinschießen, ey. Ey, was der aushält. Ja, das ist unnormal, Mann. Aber auch nicht gerade viele Damage. Ja, scheiß drauf, aber... Wir hauen jetzt gerade hier mit 5, 6 T-Rexen drauf. Ja, wir hauen hier aber schon seit 5 Minuten drauf, ne? Lächerlich. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt, was da für ein Sattel drin ist. 34er? Wir müssen uns auch beeilen, gell? Wir werden wahrscheinlich jetzt gleich hier runtergucken. Grüner Sattel. Okay. So gut ist der Sattel gar nicht. Ja, aber naja, 9 Armor-Punkte, ne? Ja, ist halt die Frage, wie lange unsere T-Rexe leben mit 20.000 TP, weil so viel mehr kann der ja eigentlich gar nicht haben. Ich weiß nicht, was das Cap ist bei T-Rexen. Basismäßig? 10.000 vielleicht? Also wenn du einen sehr, sehr guten findest, dann hat er 8.000 Leben als Basis. Ja, aber unsere haben 7.000, also müssen die ja theoretisch fast genauso viel aushalten. Lass mal schon mal weiterlaufen. Ja, ich hau jetzt den Sattel erstmal bei Mindro. Also, ja, also ich meine, 37 Rüstung haben die halt, ne? Aber das... Ja, das ist krass schon, was das ausmacht. Schreiben Sie irgendwas im Chat? Noch nicht. Los, ja. Ja. Die haben vorhin zwar was geschrieben, aber das war ein Kommentar, auf was wir kommen. Ja gut, jetzt wissen sie aber wirklich, dass wir kommen, ne? Ja. Also eigentlich wäre es smart, wenn wir jetzt sagen, yo, wir versuchen erstmal Lupinbande zu raiden oder so. Ja, aber dann können die, weiß nicht, dann können die sich vielleicht noch mehr aufbauen, als sie es ohnehin schon getan haben. Die sehen nur den Namen vom Tier, nicht den Tribe. Doch, den Tribe sehen sie auch. Ja, stimmt. Dieser Tribe schnell umbenennt ist. Alter, mit dem Gewitter, ey, tut was. Ich bin gerade runtergefallen, das Scheiße. Also, die Tribe umbenennen ist so super lame, ey. Ich bin immer, stand in der Luft und runtergefallen. Also, haben alle mitgekriegt, der wird es immer gefallen. Ja. Muss ich beeilen. Ja, wir müssen doch eh das Stargate bauen. Komm einfach wieder hoch, wir bauen das Stargate, wir müssen dann um. Wohin bauen wir das Stargate wieder?
Ja, kurz bevor das Plateau losgeht, würde ich sagen. Ja. Okay. Irgendwie vielleicht noch Höhle nach drinnen. Ja, in der Höhle kann man zu spazieren. Wenn, dann einfach. Das geht auch nicht. Hier geht's halt überall nicht. Ja, da wo wir die Wölfe versteckt hatten, auch nicht? Doch. Warte mal, ja, wo wir unsere Dinos versteckt hatten. Ach so, das stimmt nicht. Da ein bisschen weiter vorne. Werden sie sehen. Ansonsten bauen wir es halt vor der Klippe oder so. Hauptsache oben auf dem Plateau. Müssen wir da lang, oder? Ach, hey je. Oh mein Gott, nein! Fuck, Alter, ich bin schon runterfallen. Also ich bin vorbei. Kein Problem gewesen. Ja, es ist nicht der beste Pfad für einen Rex. so ein Meter Weg. Nein. So, ne, ich guck mal, ob ich hier bauen kann. Wir werden es ja sehen, ansonsten bauen wir es einfach weiter hinten da, wo es ab runter geht. Aber wir sind schon auf der Höhe, ne? Kann gut sein, das? Okay. Nope, Moment. Ne, hier kann ich es nicht bauen. War das jetzt hoch? Ja, ne? Hier links. Oh. Ah, links. Ah, okay. Rechts kommt der Wasserfall. Alles klar. So gut, ich baue erstmal das Stargate, dann holen wir erstmal die anderen Rexe. Hier kann ich bauen. So. Stargate, bitte. Jetzt kann ich hier kein Stargate platzieren. Na, okay, ich muss doch draußen machen. Ist das lame. Gabel schreibt mich gerade an. Welcher von euch war da? War auf dem Rex? Der bekommt Rache. Rache. Gabel will sich ständig bei uns rächen. Kannst du schreiben, das war ich. Ja, lass uns erstmal noch angreifen jetzt. Reib, komm rum. Komm doch. Komm doch. Komm ran auf den Meter. So gut, sag jetzt steht. ZPM noch rein. Seid ihr alle vorbeigekommen an dem Pfad? Jo, sogar David. Wow, krass. So, ach so scheiße, aber man will ja nicht ohne T-Rex zurückgehen, ne? Oh, ja. Ja, du machst irgendwie die auf Follow und ja, das wird interessant. Einfach, ja, das mach ich. Ich hab das schon mal gemacht. Welche sollen da jetzt durch? Ich will alle, die Tanks drin haben im Namen. Achso, zieh ich schon. Gut, dass wir die benannt haben. Mit dem werde ich selbst durch, dann später. Sag mal, wenn man hier hochgeht, haben wir da irgendwie eine erhöhte Position auf die oder so? Ach nee. Ach, okay, die sind auf der Höhe dann. Ich verstehe. Ja. Den kannst du anwählen. Aber wie heißt das AG, Leute? Raid, ich hab's umbenannt. Aber ihr könnt mir doch jetzt nicht erzählen, dass ein Armor-Sattel 37 jetzt so den Unterschied macht. Das macht vielleicht 10% aus, oder? Würde ich schätzen. Ich denke mal, der wird einfach nur auf Tank geskillt gewesen sein. Sind unsere ja auch. Theoretisch müssen die ja dann genauso viel aushalten. Ja, genau. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt so viel mehr als 20.000 Leben hatte. Vielleicht 25.000. Hier ist noch ein Schild drin, ne? Einer ist durch. Einer ist durch. Nice. Warte, wo denn? Mach dir mal auf Follow. Müssen die, es ist egal, wem die folgen für das Attack My Target, oder? Jo. Der folgt Maria? Ja, das ist mein T-Rex. Okay. Hauptsache, wir sterben nicht. Ja. Habt ihr alle eine Grappling Hook dabei, weil damit kann man super flüchten und so. Jo. Jo. Fallschirme. Weil nur was kann man einfach den Berg runterspringen, mit dem Fallschirm. Ich hab 6 Stück dabei. Von hier können wir sogar zu unserer Base zurück, dann fliegen. Ein Fallschirm. Können wir wieder einen. Was hast du hier gesagt, wo wir geflüchtet sind bei Crusader? Geronimo! War die Paratwehr-Taktik schon irgendwo zu sehen? Wir müssen uns beeilen, Leute. Nee. Weil Castle Engineers greift gerade Nemesis an und die haben Paracels mit einer Wand am Arsch und gehen rückwärts auf die Base los.
Ernsthaft? Ey, unsere Taktik, Alter. Ja, aber wir haben die im Video, das Video wird noch nicht ausgestrahlt, wo ich das zeige von David. Aber vielleicht haben sie heimlich das David-Video gesehen. Ja, wie sollten die das gesehen haben? Hoch, Leute! Das ist so öffentlich. Da fehlt noch jemand? Da fehlt noch. Ey, du weißt nicht, vielleicht war es so ungelistet. Ich weiß Philemon nicht. Steckt hier Dino fest. Ja. Ich auch. Ihr dürft nicht alle zusammen laufen, Leute. Ach du Scheiße, Mann. Warte mal, ich ruf dir mal. Okay, Lux, lauf vor. Ja, der Tank 7 steht im Weg. Ja, hier ist noch eine Runde. Hier ist eine Runde. Kämpft zusammen mit denen. Wer kämpft zusammen mit denen? Gaming ist your Destiny. Hier kämpft mit Castle Engineers. Wir kämpfen zusammen mit Castle Engineers. Kannst du wieder runtergehen, Sir? Sag mal, wie groß wird denn die Allianz noch, Alter? Keine Ahnung. Jetzt müsst ihr hochkommen, oder? Nee. Aber ich nehm den, ist schon okay. Wir müssen erstmal hinbekommen, dass wir alle gesammelt dahin bekommen, alle T-Rexe. Das stelle ich mir irgendwie gerade ziemlich schwer vor. Wir müssen noch aufpassen, da ist nämlich auch ein Loch, gell? Ihr dürft das Loch nicht vergessen. Ja, ich würde sagen, unsere Hauptrexe. Ja, oder? Ach so, ohne Hauptrexe da hinlaufen oder was? Damit wir nicht hängen bleiben. Dass wir die erstmal stehen lassen, dass wir dann vorgehen, erstmal mit den anderen. Jo, jetzt schnell, Leute, jetzt.